Gut, gehen wir nächstes Mal nach Norden. Jetzt haben wir hier alles im westlichen Bereich erkundet, oder? Ist es Westen? Ja, ist Westen. So, was bist du für einer? In der Wüste da vorne? Tief im Inneren einer des Wüstenresorts gibt es eine Ruine. Sie hat sich zu einer kleinen Touristenattraktion entwickelt. Ja, die werden wir uns auch unter die Lupe nehmen. Und hier ist ein Wanderer-Backpacker. Hey, ich denke, ein Pokémon-Kampf wäre jetzt angebracht. Auf geht's! Okay, let's go. Eine Mistball. Flampion. Ein Wüsten-Pokémon, ein Pokémon, das man hier fangen kann. Ja. Oh Gott, hier muss man auch die Level kontrollieren. Boah, unsere Pokémon sind ein wenig angeschlagen, ne? Naja, geht eigentlich. Zebritz hat noch viele KP, den können wir ja als Noteinsatz benutzen. Aber in dem Fall ist unser Affe ideal gegen dieses Flampion. Ein Aufruhr. Eine Attacke, die nicht gestoppt werden kann, ähnlich wie Raserei in der gelben Edition. Bis auf, dass der Angriffswert nicht erhöht wird. So, das war's für seinen Flampion. Verstehe, und das war jetzt dein Lieblings-Pokémon? Nein, mein Lieblings-Pokémon ist Chillabelle. Sag ich jetzt schon zum zweiten Mal in diesem LP, aber egal. Anscheinend schaut der meine Let's Plays nicht. Was haben wir hier? Schnappi. Wollen wir Schnappi zum Mond schießen? Mit Son Goku? Ja, machen wir es einfach. Was soll's? Wir brauchen ja die ganzen Level, Erfahrungspunkte. Das Episode, den hilft ihm jetzt gar nichts mehr. So. Wenn ich groß bin, will ich zum Mond fliegen. Warum warten? Bam! Oh mein Gott. Sagst du mir, wo du herkommst? Also, ich komme aus... Nein, das verrate ich dir erst, wenn du mich besiegst. Okay. Ich komme aus Aventia. Lilminip. Gibt es da so ein anderes Fossil-Pokémon? Das heißt, hat irgendwie einen ähnlichen Namen. Das heißt Lilip irgendwie. Ist so ein Typ der Pflanze und Gestein und... Ne, Käfer und Gestein. Oder Pflanze, Gestein, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher Pflanze. Und kann man in der dritten Generation in der Wüste da holen, also in der anderen Wüste, in der Höhenregion. Also habe ich keine Ahnung, wo es einsetzen soll. Ja doch, Zebritz, ne? Ist ja selbstverständlich Feuer gegen Pflanze. So, ich will die Feuerteile von Zebritz noch beibehalten, bis wir ein Feuer-Pokémon haben. Weil das ist momentan unser einziges Mittel gegen Pflanzen- und Käfer-Pokémon. So, Nitro-Ladung. Das müsste ihn killen. Ich bin sehr zuversichtlich, ja. Und tschüss. Das war mein erster Kampf und ich habe ihn prompt verloren. Dann trainiere mehr. Ach ne, ich wollte erst den Ball holen oder... Ach, egal. Der Spaß einer Weltreise besteht darin, mit allerlei Pokémon aus verschiedenen Gegenden heiße Kämpfe auszutragen. Kein Kommentar. Elezeber. Ui, wie schwach. Wir haben schon einen Zebritz. Mann, wir haben schon einen Zebritz. Kann ich immer noch nicht glauben, dass wir einen Zebritz mittlerweile schon haben. So. Pff. So, eine Mondschießattacke, Doppelkick. Und das war's. Boah, Son Goku ist echt der Burner. Oh, du bist echt Weltklasse, denke ich zumindest. Wie du denkst zumindest. Willst du dich mit mir anlegen? Willst du dich mit mir anlegen? Komm her! Ich schreibe, ich schlag, ich krieg noch einen Streif. Aber da kommen wir leider nicht durch, auch wenn es danach aussieht. Gut, ich will jetzt die Distanz vermeiden, weil da sonst Pokémon auftauchen. Unnötige wilde Pokémon. Das Pokémon, das ich auf dieser Reise mit mir führe, ist eine Empfehlung aus einem beliebten Reiseführer. Welches? Kappador oder was? Nee, Spaß, Kappador gibt's hier momentan noch nicht. Wurmball. Ja, das ist eine Empfehlung. Da kann man die ganzen Boden-Pokémon aussaugen mit Megasauger. Allerdings ist er dann gegen einen Flampivion aufgeschmissen.
Oder beziehungsweise gegen einen Karadonis, oder wie das auch heißt. Ich sag jetzt einfach Karadonis, mir egal, was ihr sagt, wie das heißt. Das heißt Karadonis für mich. So, Son Goku Level 25 Karate-Schlag lernt. Das ist eine weitere physische Attacke, das kann die. Gute Möglichkeit, einen Volltreffer zu lernen. Stärke 50. Und was hat Fußtritt? 60. Angreife, senkt, greife mit blitzschnellen Bewegungen. Und ich mache kurz Pause. Und hier bin ich wieder. Vergesse ich mal Fußtritt, was soll's. Besonders gut ist die Attacke eigentlich auch nicht. Und falls wir die doch so gut fanden. Ups, das habe ich halb kein versehentlich geöffnet. Schließen! 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 Okay. Ich darf jetzt Hypercam. Mein alter Pokémon-Aufnehmer-Programm. Ich habe dann Camtasia gewechselt, weil Camtasia den Ton aufnimmt und Hypercam nicht. So, diesen Abschnitt hat man, glaube ich, auch schon erkundet. Ein Ganovi, wieder ein Schnappi. Schnappi! Komm, schieß mir schnell zum Mond und weiter geht's. Dein Bedroher hilft dir jetzt auch nichts mehr. Ja, zuerst mal Karate-Schlag. Oh ja! Krass. One-Hit-Kill. Ich bin stolz auf dich, Junge. Den haben wir schon angesprochen. Hey, wo geht's denn hier das lang? Oder müssen wir jetzt hier von oben nach links gehen? Ich kenne mich in der Wüste auch nicht so hundertprozentig gut aus. Ja, es sieht danach aus. Haben wir gegen Lichter gekämpft? Ja, haben wir. Was ist hier? Gar nichts, okay. Hier geht's in die Stadt hinein. Will ich allerdings noch nicht. Der Anblick dieser Autobahn macht mich rundum zufrieden. Was? Hier gibt's eine Autobahn? Und wir laufen hier durch die Wüste? Tipps für Trainer, um Attacken ausführen zu können, benötigen deine Pokémon AP. Für jede Attacke besitzt das Pokémon eine bestimmte Anzahl an AP. Gehen ihm die AP aus, kannst du auch die Attacke nicht mehr einsetzen. Wenn die AP abnehmen, solltest du daher ins Pokémon Center gehen. Also. Ich hätte nicht gewusst. Das ist zum ersten Mal. Na egal. So, und wieder hat sich einer hier die Mühe gegeben und die Kegel hingestellt, lol. Oh mein Gott. Ach, dieser Bau ist zwar im vollen Gange, aber für einen Kampf habe ich immer Zeit. Okay, dann fangen wir an. Scott. Da gibt es noch so einen bei South Park, Scott Tenorman. Da gibt es einen Scott Tenorman in South Park. Da hat der Cartman, ne, kennt ihr ja, der Fettsack. Der hat seine Eltern in Sushi gemacht. Finde ich die derbste Folge, die es in South Park gibt. Muss ich so sagen. Das ist, ich glaube, ich weiß sogar nicht, ob die Staffeln haben. Ich bin ja so ein South Park Freak. Ich glaube, das ist Folge Staffel 5, Folge 1, kann es sein? Was? Was war denn das? Achso, das war der Sandsturm. Muss ich später nachschauen. Was soll Son Goku tun? Doppelkick. Gott Diamond. Doppelkick. Doppelkick. So, tschüss. Mann, unsere Pokémon sind ganz schön stark geworden. Okay, ich bedenke, wie schwach sie noch waren, wo wir Stratos City betreten haben. So, jetzt tausche ich mal den Affen mit Son Goku und gebe ihm gleich den EP-Teiler. Nein, Quatsch. Son Goku-Item nehmen. Geben. Peter. Nein, ich habe mich getippt. Was, Münz-Omelett? Nein, Moment. Das ist eh das falsche Item. So, geben. EP-Teiler. Ja, tauschen. Und das Münz-Omelett gebe ich jetzt nun unserem Karadonis. Perfekt. So, noch einmal zwischenspeichern. Einen kurzen Stop einlegen. Und weiter geht's. Hier geht's nach unten, da kommen wir aber erst außen rum und das haben wir im letzten Part schon gemacht. Ich bin ein Arbeiter.
Schwerstarbeit und Kämpfe sind für mich ein Klacks. Gut, dann räumen wir diese Kegler weg. Hast du die Kegler hingestellt? Na, dann räumen wir sie weg. Oder was, dein Praktibike? Dein schwaches Praktibike, nur Level 9, das nur Level 19 hat. Und das wir jetzt mit kochendem Siedewasser verbrennen werden. Na, heißer Tag heute, was? Sonne ist in der Wüste. Wäre auch cool, wenn die Wüste die Chance, es zu verbrennen, erhöhen würde. Das wäre auch gar nicht schlecht. Das würde es ein bisschen realer gestalten, das Spiel. So, das war's. Und ich muss mal erkundigen, wann wir unseren Affen entwickeln wollen. So, ein Automaten in der Wüste. Das ist das Logischste, was ich je gehört habe. Was gibt's hier noch? In der Wüste? Eine Disco? Eine Eisdiele oder? Eine Eisdiele, ja, ist klar. Und hier ist ein Haus. Gehen wir mal rein. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Meister im Löcher schaufeln. Daher möchte ich, dass du diese TM annimmst, denn sie enthält Schaufler. Geil, Schaufler. Wenn man unseren Pokémon beibringt, ist eine gute Attacke. Fährst du Schaufeln in Höhlen ein, gelangst du in Nuhu zurück zum Eingang. Na, wie ist das? Spitzenmäßig, oder? Nun geh und buddle nach Herzenslust. Sandstürme können einen übel zusetzen. Aber es scheint, dass Pokémon von Typ Gestein, Boden und Stahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Das stimmt, ja. Also gut, wir bringen den Schaufler bei. Ich muss mal kurz schauen. Schaufler habe ich in meiner weißen Edition hier zum Beispiel jetzt nicht gefunden. Da habe ich ein bisschen gerusht. Affe und so ein Goku kann Schaufler. Ich bringe ihm mal Affe bei, weil Affe kann wirklich wenig gute Attacken. Ich habe ich raus, Kratzfurie, weg damit. Also, das war's. Und lass mir mal diese Bude. Ist da was im Abfalleimer? Nein. Nee, ist da was im Abfalleimer? Ganz schön ordentliche Leute hier in dieser Region. Eine Ruine, versucht im Wüstensand. Das ist doch schon etwas Romantisches, oder? Kommt drauf an, was man unter romantisch versteht. Und wir sind im Wüstenresort. Da kann man andere Pokémon fangen, zum Beispiel sehr seltene. Kürzlich erst wurde ein neuer Eingang zur Ruine entdeckt. Offenbar muss man lediglich das Tor durchstreiten und anschließend schnurstracks geradeaus gehen. Ich werde die alte Ruine besichtigen, aber dafür braucht man schon Mut. Die Wüste ist nämlich so groß, dass man sich leicht verläuft. Und zu allem Überfluss lauern auch noch jede Menge wilde Pokémon auf einem. Hey, hier ist Mills Pokémon. Little Meats. Ist ein Fang wert. Wir dürfen es bloß nicht killen. Ich versuche meinen Schaufler. Schaufler wird bestimmt nicht killen. Ist vom Typ her Gestein Käfer. Der Käfertyp wird die Effektivität der Steinattacke wieder ausgleichen. Daher normal effektiv. Jawohl, ich hab's mir gedacht. Hat sogar mit Leichtigkeit überlebt. Ich glaube, wir hätten sogar Siedewasser verwenden können. Ich teste es mal bis. Vielleicht ist es stärker. Ja, gleich. Katapult. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Heilen, schnell. Super dran. So, sonst sieht unser Affe wieder Sterne. Bis, vielleicht schreckt er zurück. Mal schauen. Ja, wenn wir schon darüber reden. Jetzt habe ich Angst, dass ein weiter Biss ihn killt. Deswegen werfe ich jetzt langsam mal einen Ball. Welchen beschmeiße ich denn? Ich glaube, ich gönne mir mal einen Hyperball. Und, na? 1, 2, 3, 4. Und das Pokémon gehört mir. Ha. Philodemyth wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Philodemyth, Steinhaus. Größe 3 Meter. Nee, Quatsch. 30 Zentimeter. Lol. Gewicht 14,5 Kilogramm. Boah, ganz schön schwer für ein 30 Zentimeter großes Tier. Das ätzende Sekret aus seinem Mund erlaubt es ihm, ohne weitere Steine auszuhöhlen.
Boah, wie nenne ich den jetzt? Unglaublich. Henning. Das war kein besonders lustiger Name, obwohl ich glaube, der ist schon lustig. Ihr werdet den gleich sehen, Moment. Okay. Aha, Mr. Krabs. Okay, ist hier was? Sieht nicht danach aus. Ich hol mal das Itemradar aus. Haben wir das eigentlich? Oh, weil ich weiß eh nicht, wo Select ist. Okay. So, Itemradar. Da ist hier was? Nein. Okay, wo geht's hier lang? In diese Richtung, das Wüstenresort. Ein echter, eine echtsandige Angelegenheit. Ja, das ist ein cooler Spruch, ich glaube. Den mache ich ich glaube, so benenne ich den Part. Der Höhepunkt einer jeden Besichtigung des Wüstenresorts ist der alte Palast. In der Schule habe ich neulich etwas ganz Tolles gelernt, das ich dir verraten will. Ähnlich wie in Höhlen kommt es auch in der Wüste immer vor, dass du dich von allen Seiten wilde Pokémon angreifen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Du kannst den Kämpfen ganz nämlich einfach aus dem Weg gehen, indem du dich nur auf den Samenflächen mit heller Färbung fortbewegst. Gut, dass ich schnell gelesen habe. Das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und die Anzeigetafel, eine moderne digitale Anzeigetafel mitten in der Wüste. Was will man mehr? Bällen angeliefert werden, der Markt von Maria City. Lesen wir mal die nächste Meldung. Ja, es ist 11. Februar 2012, Wüstenresort. Sandsturm. Rote 4, Sandsturm. Starter City. Sandsturm, nee, so nicht. Lol. Ist das aus dem Mülleimer? Nein. So, ist irgendeine, ein Doktor, ja, hier ist er, genau. Wir sind jetzt im Wüstenresort. Hier gibt's ein bisschen stärkere Pokémon als in der anderen Route, in der Route 4. Ich bin von weit her gekommen, um mich hier im Wüstenresort etwas abzuhärten. Aber all diese Boden-Pokémon bringen mich an den Rand zur Verzweiflung. Boden-Pokémon, was? Das bringt mich auf eine Idee. Ist Affe an erster Stelle? Ja, bestimmt, ja. Frage ich eigentlich? Ich war mir sogar sicher, dass ich ihn an erster Stelle habe. Und trotzdem schaut der Kevin nach. Ich glaub's nicht. Naja. So. Ich bin... Ne, wie mache ich jetzt eine Doktorstimme? Ich bin Doktor. Habe von allen Trainern... Was? Ich hab da wie falsch gelesen. Egal. Sigmund, was hast denn? Monozyto. Ein Psycho-Pokémon. Haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Oh, Herr Jemine. Wird so... was wird denn das? Fängt mit CZ an, glaube ich. Da ich weiß, dass Psycho gegen Unlichtattacken schwach sind, kommt es bis, weil es kraftlos wäre. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Haarscharf, den Tod entkommen. Affe. Gute Arbeit gegen dieses Psycho. Psycho-Dings da. Und dann ist eine neue Attacke. Verhöhner. Kann man, ein Pokémon beibringen, das viele KP hat, aber Affe hat nicht besonders viele KP. Deswegen nichts mit Verhöhner. Wenn ich einen Trainer sehe, muss ich einfach gegen ihn kämpfen. So, jetzt heil meine Pokémon. Also, dann will ich mal dein Pokémon-Team wieder fit machen. Ja, mach das, deswegen habe ich dich überhaupt angesprochen. Das Wüstenresort ist ein rauer Ort. Hast du auch genügend Heilmittel dabei? Nein, du bist doch da. Ne? ich wollte an den vorbeilatschen. Eins habe ich bei meinen Reisen gelernt. Pokémon sind ein sehr gutes Mittel, um sich mit anderen Leuten zu verständigen. Okay. Ich habe jetzt gerade so einen Druck im Ohr. Weil ich gerade gegähnt habe, so innerlich gegähnt. Was ist das? Navitaub, die Weiterentwicklung von unserem taubes Nüsschen. Was wir da haben. was ist denn das für ein Pokémon gewesen? Wir haben mit in unserem Taubes Nüsse genannt. Düsselgur, ne? Na, und ihr hört, ich bin immer noch erkältet. Die Erkältung nimmt nicht nach. So, Siedewasser. Das gibt viele AP. Weil das Pokémon entwickelt ist, gibt es jede Menge AP.
Yeah, fast bis zur Hälfte. Schon gut, ich habe es schon verstanden. Was hast du verstanden? Egal. Du siehst fröhlich aus, wenn du mit einem deinen Pokémon zusammen bist. Und deswegen wirst du kämpfen, oder was? Jesus. Kukumada. Wieder eine Weiterentwicklung, ne? Die Weiterentwicklung von Nagelotz. Kennen wir aus der Arena von Septerna City. So, test mal bei Schaufler. Ist zwar kein Step und so drauf, aber egal. Mach's einfach mal zum Spaß. Lol, Sandsturm funktioniert jetzt gegen ihn. Aber nicht gegen meins, weil meins unter der Erde ist. Superzahn, hätte die KP unseres Pokémon halbiert. Fuck. Ja, fuck, ist das eine heftige Attacke. Siedewasser! Step und so drauf und ja. Scheiße. Wach auf! Da sieht man jetzt gar nicht die Augen vom Affen. Seufz! Haben wir irgendwas dagegen? Statusheilmittel? Wir haben eine Maronenbeere. Ja, Maronenbeere, komm. Ach komm! Ich hasse Kukumada! Wegen diesen zwei Attacken, Hypnose und Konfusstrahl. Ja, weißt du, wobei, er ist im nächsten Zug ganz sicher dauernd. Das heißt, ich muss gar nicht angreifen. Ich kann ja auch was anderes machen. Zum Beispiel das hier. Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein wildes Pokémon. So, tschüss. So, ich hatte Angst, dass Affe sich selber verletzt, wie ein Emo. Ja, ist. Ach, egal. Was ist das? Schattenglas. Versteckt Unlichtattacken. Haben wir ein Unlicht-Pokémon? Nein, aber wir haben Biss von unserem Affen, aber momentan trägt er den EP-Teiler. Du bist die erste Person, die sich die Mühe macht, mich anzusprechen. Ich bin richtig gerührt, bitteschön, das ist hier für dich. Pudersand, verstärkt Bodenattacken. Gibt es einem Pokémon Pudersand zum Tragen, so steigert dies die Stärke von Bodenattacken. Können wir auch unserem Solarmarkt beibringen, wegen, geben meine ich, wegen dem Schaufler. So, hier ist ein verstecktes Item, wird bei mir angezeigt. Genau, ich stehe genau drauf, es ist ein Hypertrank, boah. Und hier sieht man das Meer. Eigentlich müsste dann hier eine Oase sein, so grüner Strand und so, ne? Weil der Wasser ja ist, ne? Und was ist hier? Hier ist wieder ein verstecktes Item. Ich stehe, hier müsste es sein. Äther. Ja, Äther ist nicht schlecht. Und hier, was ist das? Ein Gebäude. Ein Turm, ähnliches Gebäude. Alter Palast, ja, da kommen wir nicht hoch, da müssen wir erst den anderen Eingang finden. Was ist hier? Oh mein Gott, ein Makubaya. Oh, Makabaya. Fangen wir es einfach. Erstmal heilen, das ist... Ups, nein, kein Ball schmeißen. Nein, kein Ball schmeißen. Hier jetzt einen Ball zu schmeißen wäre ein bisschen unnötig. Ich schmeiße einen Ball. So, mal schauen. Einmal, zweimal, dreimal. Boccia. Also geht doch. Ohne zu schwächen. Ohne Taktik und alles. Sehr schön. Makabaya. Seele. Größe 50 cm. Wiegt aber nur 1,5 Meter. So viel wie, boah, was wiegt denn ein Kilo? Ich habe keine Ahnung. Möchtest du dem Makabaya einen Spitznamen geben? Ja. So, ich benenne ihn nach einem Yu-Gi-Oh! Charakter, der immer die Seelen anderer Leute haben wollte. Und hat sie mit Hilfe einer Karte gefangen. In einer Karte namens 7 von Eurykalkus. Ich benenne ihn Darts. Auch der Anime-Namen hier. Okay, hier ist ein Item, hoffentlich was Gutes. Herzschuppe. Können wir eintauschen und einem Pokémon eine verlernte Attacke beibringen, die es nicht lernen würde von selber.
So, hier ist ein Trainer und hier ist ein Item. Ich hole mir zuerst das Item. Aber zuerst holt mich ein Pokémon. Ui, ja. Marakamba. Habe ich in meiner Weißen noch nicht gefangen. In meiner Weißen habe ich ja vor, alle Pokémon zu fangen. Aber dieses Pokémon habe ich in meiner Weißen noch nicht. Ist die Frage, warum das fangen? Ich benutze meine Elektroattacke von Zebritz. Mal schauen, ob es klappt. Synthese. Das wird unsere, das wird das Fangen für uns erschweren, aber erst Paralyse. Das hat auch einen Einfluss auf die Fangrate. So. Und außerdem hat es jetzt schwere Synthese. Was? Achso, Sandsturm. Ja, soll mir recht sein. Ja, Schockwelle ist zwar nicht sehr effektiv, aber es ist Depp drauf. Ja, besonders hart hat es nicht geschwächt. Und der heilt sich wieder. Oh Mann, das ist so ein Healer-Pokémon. Soll ich einen Ball schmeißen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Mit einem gewöhnlichen Pokéball. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Ich glaube eher nicht, aber probieren geht über studieren. Yes, oh Mann, ich bin so gut. Boah, wie nett ist jetzt? Marakamba, Kaktus, Größe 1 Meter, Gewicht 28 Kilogramm. Verjagt Vogel-Pokémon, die auf seine Blüten aus sind, mit einem flotten Tänzchen und lauter Untermalung. Boah, wie nett ist jetzt? Ich habe einen Namen, aber der ist nicht besonders einfallsreich, mal wieder. Aber lieber ein Spitzname als keine. So. Es ist ja weiblich, ne? Dann nenne ich es einfach Kaktusse. So, erstmal das Item holen. Verdammt! Alter, scheiß Pokémon! Dich haben wir schon gefangen, also geh weg. Affe! Du weißt, was los ist. Verbrenne ihn! Okay, erstmal sieh was und dann wird gelacht. Wie so ein Bösewicht in solchen Zeichentrickfilmen. Ach, scheiß Robustheit. Jetzt eine Initiative. Und der Sandsturm schadet mein Ding. Mein Affen. Ist es bestimmt jetzt schneller? Ja, war zu erwarten. Scheiße. Ich hätte erwartet, das zu killen. Naja. Kommt eben unser Efeu-Serb. Oder Efeu-Serb. Mit einem Megasauber. Ach, komm. So, jetzt lass mich in Ruhe. Tschüss. 1 KP. Ging's kaum, aber egal. Didi. So, wo ist denn das Item? Ist ja over 9000 Meter weg. Ah, hier ist es. Sternenstaub. Ist zum Verkaufen da. So, was ist hier? Ein Trainer. Wie geil. Nein, geh weg, ich will da durch. Diese Wüste ist ein rauer Ort. Dieser Kampf soll dich das lehren. Oh, das ist mies. Der hat uns ruhig durchlassen können und aber ansprechen. Naja. Scheiß. Scheiß Texas Ranger. Flampion. Feuer gegen Pflanze. Ich hätte es mein Sohn mal gerne eingesetzt, aber leider ist es ja down. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie improvisieren mit einer Kampfattacke. Feuerschlag. Ist ein Argument, ja. dann schlage ich dich auch mal. Bam! Ach komm. Du wirst jetzt nicht gekillt von. Es wurde gekillt von. Scheiße. Zebritz, ich bin wütend. Zebritz! Attack him with Shockwave. Das müsst ihn killen. Und wenn nicht, dann. ne, und dann raste ich aus und so.
und PC einschlagen und so sowas. Oh Mann. Hi, jetzt kämpfst du mal gegen deine Stufe 1, ja. Gegen dein früheres Wesen. Ah. Was ist das für eine Starthilfe? Ja, cool, ist immun gegen Elektroattacken. Ist ja cool. So, tschüss. Und Initiative von Zebrit steigt. Durch die Hitze der Wüste. Ach komm. Scheiß doch der Hund drauf. Vorsicht bei Verbrennungen. Frage hier, Bäre. Er lädt ein Pokémon in Brand, fallen seine physischen Attacken schwächer aus. Das ist ein gutes Mittel dagegen. Boah, danke. Ich liebe dich dafür. Spaß. Ich hasse dich dafür. Geisthals, gib mir nur eine Fragebärre. Das ist echt fraghaft. Die segende Wüste. Segende Wüste, hab richtig gesagt. Die brodelnde Leidenschaft. Die Hitze des Kampfes. Mhm. Und hier eine weibliche Texas Rangerin. Was? Picolente. Piccolo, hahaha. Oh Mann, ich habe echt zu viel winken wollen. mega sauber. Ich habe keine andere Wahl. Picolente ist vom Typ Flug und Wasser. Deswegen war der mega sauber nicht sehr effektiv. Und jetzt kommt der Wasserring, heilt ihn immer wieder. Es müsste ihn ausgleichen, den Schaden, den er durch der Wüste kriegt. Das reicht mir. Eine Elektroattacke wäre vielfach effektiv. Aeroass. Flugattacke, die immer trifft. So, und Schockwelle, auch eine Attacke, die immer trifft. Wut! Tschüss. Wie viele Attacken gibt es eigentlich, die immer treffen? Schockwelle gibt's, Aeroass gibt's, Finte gibt's. Brand muss man möglichst schnell behandeln. Och man, gibt's jetzt mehr auch. Du bist wahrscheinlich der Mann, die Frau von dem anderen da hinten, ne? Und die heißt mit Nachnamen Freierbeere. So, boah. Ganz schönes Labyrinth hier in der Wüste, hätte ich nicht gedacht. Felsgrab. Ja, gut ist ein Item. eine gute TM. So ein verstecktes Item gibt's hier nicht. Ich hab den Item da immer noch draußen. Okay, scheint nicht mehr zu sein, ist Felsgrab hier. Okay, ist ein Sandhaufen. Oder eine Düne, wie man auch sagt, in der Sprache der Wanderer. Oh Mann. Boden, Pflanze gegen Boden, Grasmixer und wir können unser Efeuserb. Ich sag immer Efeuserb, sag ich immer. Lehmschelle. Jetzt können wir es perfekt fangen, aber wir haben es ja schon. Rankenhieb, hoffentlich trifft sie, jawoll. Super. Und ich überziehe wieder, wie ihr wahrscheinlich schon gerade seht, ne? Wir sind jetzt bei 3,40. Ne, 3,40. Jetzt sind wir schon bei 3,45. Aber ich will die Wüste hier durchhaben in dem Part. Stell dir nun mal vor, wie es wäre, wenn die Wände dieser Ruine sprechen könnten. Sicher tragen sie die Gefühle und Träume unzähliger Menschen und Pokémon in sich. Wie sieht dein Innenleben denn so aus? In meinem Innenleben sind Gedärme und ein Herz, Blutbahnen und was ist denn noch in einem drin? Lauter sowas, ne? Verdauungssystem und so. Das ist mein Innenleben. Wenn du es genau wissen willst. So, Megasauger. Boah, das sieht aber erbärmlich wenig ab. Efeuserb braucht man eine richtig gute Attacke. Blättersturm zum Beispiel oder wie heißt die Attacke? Laubklinge. Oh, ich versuche es mal mit Zebritz. Die anderen Attacken von Efeuserb sind mir zu schwach. Katapult.
Okay, jetzt brauchen wir ein Heal. Sonst ist Zebritz nur noch ein Haufen Mehl. Nee, war nicht lustig. Ich weiß. Ja. Limonade. Yeah, sweet lemonade. Sweet lemonade. Yeah, sweet lemonade. Look at my Zebra. My Zebra is amazing. Give it a leg. Ja, ist ja gut. Nitro-Ladung. Ach, Käferbiss, eine typische Käferattacke. Kann Raupi auf Level 15 sogar lernen. Ja, sowas weiß ich. Laut unnütziger Schrott. Raupi mit Level 15, Käferbiss. Wer braucht sowas? Oder Nitro-Ladung. Wut. Was? Was hast du eingesetzt, wenn eine Attacke ist, du die Attacke überlebst? Boah, nee, es ist echt zäh, dieses Pokémon. Schade, dass wir unseren Sotamark nicht mehr haben. Ich glaube, ich muss mal wieder zum Doktor und die Pokémon heilen. So, tschüss. Willst du hören, was? Ach, das kann ich nicht so schnell lesen. So, auf zum Doktor. Hey Doc, heil meine Pokémon. Danke. Und weiter geht's. Ah, ich hatte gar nicht gesehen, dass da Sand ist. Naja, ist ja auch egal. Jetzt ist ja unser Supermarkt wieder da. Mit aka Affe. Und, ja. Jetzt können wir einfach wieder Wasserattacken einsetzen und die ganzen wilden Pokémon. Das was? Die Hitze löschen oder was weiß ich. Ne. Kurz vorm Level Up, der Affe. Ah, hier ist ein Item. Hier hört es ja. Trainer. Wenn ich streuste Kuchen sage, ziehen wir beide unsere Pokémon, okay? Okay, du hast es nicht gesagt. Ich warte. Ich warte immer noch. Er zuckt sein Pokémon, wo er es nicht gesagt hat. Naja, ist auch egal. Nur mit Zyto. Da hilft wieder eine Bissattacke. Gut, dass wir unseren Affen wiederbelebt haben. So, Affe, Biss. Beiß sie mal schön. Und es checkt zurück. Sehr schön. Das ist also dein Kill. Tschüss. Und dafür erreicht ein neues Level 26. Erste neue Attacke leider nicht, ne? Zleckneul. Was ist denn das für ein Pokémon? Achso, dieses Höhlen-Pokémon, ne? Diese Fledermaus, ja genau. Biss. So, Psychoflug. Schwach gegen Unlicht. Unlicht ist stark gegen Geist, Psycho und gegen Geist, Psycho und Geist. Nochmal Geist, Psycho. Ja, Geist und Psycho eigentlich nur, ne? Ja, ne. Typen falten ihr Biss gar nicht. Falten. Oh, Mann, Deutsch schwer. Gegen andere Attacken fällt mir keine Bissattacke mehr ein. So. Und ein Sonderbonbon. Ein Level Up für eins unserer Pokémon. Heben wir uns aber erst für die Liga auf. Und hier ist wieder ein Item. Feuerstein. Können wir ein Feuer-Pokémon entwickeln, das sich mit einem Feuerstein entwickeln kann. Ähnlich wie unser Sodamak. Wow. Symbolovora. Oder Symbolara heißt es. Oh mein Gott. Die Namen liegen mir nicht so. Ich kann nur ungefähr den Namen, aber genau kenne ich den Namen nicht. Das ist ein Typ der Unlicht, Psycho und Flug. Und das obere, was da oben ist, sieht aus wie ein Inkognito. Und das, was unter dem Inkognito ist, sieht aus wie ein Forastelka. Muss ich sagen. Habe ich auch, das war auch ein Pokémon, das ich gesehen habe, bevor die Weiße und Schwarze in Deutschland rauskamen. Habe ich mir kurz alle Pokémon angeschaut, wie sie so aussehen. Da habe ich dieses Pokémon gesehen und habe mir gedacht, what the fuck, ist das legendär? Das obere sieht aus wie ein Inkognito und das untere wie ein Forastelka. Das habe ich sofort erkannt. Psystrahl auch. Oh, das ist nicht gut. Das Pokémon ist sehr stark. Achso, das war kein Psystrahl, das war Psywelle. Oha. Jetzt hätten wir den Hyperball. Ja gut, das war's für unseren Affen. Macht aber nichts.
Jetzt holen wir unsere Stärkste raus. Ich paralysieren zusätzlich noch, das wird die Fangrate erhöhen. Donnerwelle. Gut. Und. Oh, Wirbelwind, das wäre. Dann wäre das Pokémon geflohen quasi. So, Pokéball. Ich bin wieder nicht der Zuversicht, dass es klappt. Mal schauen. Einmal, zweimal, dreimal und. Yes! Oh Gott, wie nenne ich das jetzt? Simvolara. Vogelgleich. Psychoflug. Größe 1,40 Meter. Gewicht 14 Kilogramm. Erinnerungen an seine Tage als Wächter einer uralten Stadt veranlassen es, Tag für Tag dieselbe Route abzufliegen. Boah, wie nenne ich das jetzt? Moment. Scheiße. Ich habe es versehentlich okay gedrückt. War keine Absicht, ich schwör's. Ich wollte Frost Incognito nennen, weil es ja aussieht wie ein Frostaker und Incognito. Und hier ist ein Kämpfer. Haben wir gegen den schon gekämpft? Boah, langsam nerven mich die Pokémon. Ich glaube, ich speede mal. So, tschüss. Sehr Sandgrab, schön. Und tschüss. Wir können gut trainieren, fällt mir auf. Okay. Schnell, weg. Hey, ich will mit dir kämpfen. Gleich wirst du Zeuge der unglaublichen Fähigkeiten meiner Pokémon. Oh, die Stimme kriege ich echt gut hin. Psychoquint. Scheiße, unser Somnium. Solamag ist down. Ich sag immer Somnium. Infoserb gegen Makabaya, dieses Geist-Pokémon aus der Wüste, das wir gefangen haben. Ey, aus dieser Ruine, das wir gefangen haben. Ja. Ich glaube, ich muss wechseln. Und wieder hilft nur unser Zebritz weiter. Wir könnten Sobuka einsetzen, kann aber nicht angreifen, weil Kampfattacken nichts gegen Geist-Pokémon wie dieses hier bringen. Nachtnebel. Oh mein Gott, erinnert mich ein bisschen an das Nebulak und so, das Nebulak Alpollo Gestüm aus der gelben Edition in Pokémon-Turm. Boah, jetzt hat er eben wenig abgezogen. Mumie löscht die Fähigkeit aus, wenn es physisch angegriffen wird. Alter, dieses Pokémon besiegt uns ja. Nee, Spaß, du übertreibst ein bisschen. Aber ich bin schon ein bisschen besorgt, weil dieses Pokémon hält echt viel aus. Auf den Volltreffer jetzt gerade eben, aber ja. So, was kommt jetzt? Somnium, wenn wir schon darüber reden, naja. Somnium. Finde ich echt knuffig, dieses Pokémon. So, Schockwelle. Aber alles Knuffige ist nicht ungefährlich. Dieses Somnium muss schnell weg. Scheiße. Und die Augen schließen sich. Hä? Hey, ist cool. Ich muss gar nicht als Zebras mit offenen Augen schlafen. Naja. Jetzt wir haben einen Beleber. Haben wir echt einen Beleber? Geil, wir haben einen Beleber. Okay, dann beleben wir unseren Affen damit wieder. Die Grenze. Auf! Du schläfst nicht. Du willst mich bloß. Du willst mich nur täuschen. Und dieses Somnium willst du nur täuschen, ne? Richtig? So, ich halte dich jetzt nochmal mit Strudel. Mit unserem Mittwochstrudel. Sprudel. Strudel. Es heilt sich mit Mondschein. Also ich finde, Mondschein sieht in den anderen Generationen besser aus als hier in der weißen und schwarzen. So, jetzt greif mal mit Schockwelle. Augen zu schlafen. Hallo. Wach auf. Hallo. Ich will mich verarschen. Zebritz will mich verarschen. Du willst doch nicht von einem Somnium besiegt werden, oder? Ein Level 22er Somnium. Es wurde von einem 22er Somnium besiegt. Ich schäme mich für dich. Und du solltest dich auch schämen. Schäme dich im Grunde Bogen. So, Affe.
Ach, dieses Somnium fertig. Bis. Und tschüss. Ich weiß noch nicht so recht, wie man die, mit der Fähigkeit Mumie eingesetzt wird, ja. Hier ist wieder dieser Turm. Und hier ist ein Item. Supertrank. Hier ist wieder ein Backpiker oder ein Backpacker. Ob ich reise oder nicht, ich bin immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Boah, wann haben wir endlich diese Wüste, diese Ends lang? Kette! Kette! Was ist das für ein Name? Kette! Heißt einer von euch Kette? Hört sich an wie Katze. Kette! Oh man, okay, ich will jetzt eine Feuerattacke, aber 10 Minuten ist dauern. Scheiße, ich muss wieder improvisieren. Und für unsere Improvisation benutzen wir natürlich, na, ihr habt's erfasst, Son Goku. Megasauge! Echt eine Mega-Attacke. Was kommt nicht? Was setzt denn ein? Doppelkick oder Karate-Schlag? Beides sind nicht sehr effektiv. Bei Kampf gegen Pflanze. Ich setz mal Doppelkick ein. Was? Sogar normale Stärke wusste ich gar nicht. Also sind die Kampfattacken anscheinend nicht sehr effektiv. Normal effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Das wusste ich nicht, okay. Also gut, Doppelkick. Bam, bam. Und tschüss. So, jetzt haben wir Pflanzenmus hier in der Wüste verstreut. Das muss doch wehtun, einen Kaktus zu treten, oder? So, hier ist noch ein Item. Oh mein Gott. Die Wüste ist echt lang. Tafelwasser. Er lässt hier einfach ein Tafelwasser in der Wüste fallen. Wasser ist hier überlebenswichtig in der Wüste. Das verliert man nicht so einfach. Dank meiner Psychokräfte habe ich sofort erkannt, dass du ein Trainer bist. Und hilft es irgendwie weiter? Ich weiß nicht. Cora heißt sie. Cora ist, ja, kann man. Ist ein guter Name. Ein bisschen seltsam, aber ein guter Name. So, Molimorba. Ein Pokémon, das man in der Schwarzen nur fangen kann. Biss. Haben mir auch deswegen extra die Schwarze gekauft, aus dem Grund, weil ich die manche Pokémon in der Weißen nicht fangen kann. Die man, und manche Pokémon muss man, also kann man nur in der Schwarzen fangen. Beziehungsweise nur in der Weißen. Das ist in jeder Edition leider so. Damit wollen die Macher provozieren, dass man die alle beiden Editionen kauft, was ich auch getan habe. So, wir haben noch lange die Wüste nicht komplett erkundet, oder? Haben wir gegen dich schon? Ja, gegen dich haben wir schon. Eins lange Wüste. Eins lange Wüste. Scheiße. Eins lange Pokémon. Lampivion. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Wobei, doch, ich habe schon Lust zu kämpfen. Wir haben ja Affe draußen. Also gut, verbrenne ihn mal schön mit Siedewasser. Mit 100 Grad bei heißem Wasser. So, gebratene Affe schmeckt immer gut. Also, ich meine, der Gegner ist ein Affe. Die weite Mühe von dem ist aus wie, ja, ist ein, auch ein Affe, kann man sagen. So, dann betreten wir mal diesen Tempel oder was auch immer das ist. Ist hier ein Schiff vielleicht? Nö. Gut, wo sind wir hier? Alter Palast. Über den türkischen Treibsand solltest du besser Bescheid wissen. Wenn du mitten durch, spazierst, will, Moment. Wenn du mitten durch spazieren willst, fällst du sofort hinunter. Selbst wenn du versuchst, mit Schwung hindurchzulaufen, wirst du in den Strudel gezogen und fällst genauso hinunter, also so quasi Treibsand. Und hier sind auch noch ein paar Trainer. Die sind nicht überall in der Wüste. Meine Psycho-Attacken gibt auf einmal irgendwie keine Ruhe mehr. Was, mein Psycho-Pokémon? Oh mein Gott. Liegt das daran, dass wir im Inneren der Ruine sind? Oder vielleicht eher an dir? Lass uns kämpfen, dann können wir darüber reden. So, was hast du denn für ein Pokémon? Simulara. Kennen wir ja. Affe sollte keine Probleme haben, ja doch, vielleicht schon ein paar Probleme. Also ich heiße zuerst, das wäre glaube ich das sicherste. Tafelwasser.
Denn dieses Simulare ist nicht zu unterschätzen. Nicht Schild. Schutz gegen Spezialattacken, aber das ignoriere ich eh, weil ich eh mit Biss angreife. Windschnitz. Also dieses Pokémon kann echt gute Attacken. Zielstrahl, Windschnitz. Oh Gott. Ich glaube, das war's für unseren Affen. Ah, hat überlebt. Respekt. Schade, dass es nicht zurückgeschreckt ist, dann hätten wir es killen können. Aber naja, jetzt müssen wir nochmal heilen. Für irgendeinen, dass unser Affe down geht. Hat schon Level 27, oha. Oh Mann. Jetzt aber, sei schneller als dieses Flug-Pokémon. Sehr schön. Hat nur zwei, haben wir nur, wir haben da zwar nur zwei Tränke verschwendet, aber es war es völlig wert. Das hat wieder jede Menge Erfahrungspunkte bekommen. Allein hier zu sein, erfüllt mich bereits mit einer wundersamen Macht. Wie jetzt? Verstehe nicht. Naja, egal. Ich verstehe so manches nicht, was sie da so quatschen. Fleck neu. Ein Psycho-Pokémon. Psycho-Flug, wenn ihr es genau wissen wollt. Bis. Na, ja. Im letzten Part habe ich ja sehr viel geredet. Hier, dieser Part ist wieder so ein Part, wo ich nicht sehr viel rede, muss ich sagen. Aus dem Grund, ja, keine Ahnung, kommt irgendwie auf meine Stimmung an. Wenn ich gut gelaunt bin, rede ich viel. Und wenn ich weniger gut gelaunt bin, wenn ich so, naja, mittelgut gelaunt bin, dann rede ich nur über dieses Spiel und kommentiere weniger über das Real Life. Und ja, ich habe auch wenig Themen zum Quatschen. So, ich rede ja momentan nur über das Spiel, wie ihr merkt. So, bist du ein Trainer? Ich habe zwei Fossilien bei mir, aber die werden mir echt zu schwer. Nimm doch eins der beiden ab, würdest du mir das den Gefallen tun? Schildfossil, damit kriegen wir, oh, wie heißt denn das? Irgendeinen Schildkröten-Pokémon und Federfossil kriegen wir einen antiken, ja, Drachen, sage ich mal. Schildkröte oder antiker Drache? Ich glaube, ich entscheide mich für das Federfossil. Es soll von einem Vogel-Pokémon stammen, das vor langer Zeit in den Wäldern lebte. Allerdings konnte es wohl nicht fliegen. Flädelfossil. So, ja, hier können wir hin. Trainer, weiter vorne ist zu viel Sand, da kommst du nicht weiter. Ich räume ihn schnell aus dem Weg. Geduldig etwas. Ach so, okay, der lässt uns nicht durch. So ein Müll. Oh, so ein Müll, so ein Müll, das Pokémon schon wieder. Kanuwil. Seufz, Bedroher. Naja, Affe steht eh für kurz vor dem Level Up, das ist schön. Ziele Wasser und Level Up. Ich prophezeie ein Level Up. Kevin ist ein Prophezeier. Und er hatte Unrecht. Je schneller man da auf diesem Sand Ding ist, desto schneller rutscht man da durch. Man kommt hier immer in so einem Unterraum. Finde ich echt cool gemacht. Manga Maya, ein Geist-Pokémon. Ja, bis, ne? Muss ich ja nicht viel dazu sagen. Ach komm, hat überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Bitte kein Nachtnebel, bitte. Ach, schreck zurück, sehr schön. Aber jetzt hast du den Level Up. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Da habe ich mich geirrt. Level 28 inzwischen. Schleuder. Nein, auf keinen Fall Schleuder. Sonst schmeißen wir versehentlich noch unseren EP-Teiler. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wenn wir schon über EP-Teile reden, ich glaube, Level 28 für Affe ist schon hoch genug. Geben wir unseren Affen, geben wir mal Efroserp mal den EP-Teiler. Ups, hier ist er. Wundersaat weg. EP-Teiler geben. So, hier mit dem Beleber. Gut, dann haben wir den Beleber wieder, den wir vorhin für Sodamak ausgegeben haben. Ganovin. Ah, man, diese ganzen Boden-Pokémon, die sind doch langweilig.
Oh, Flucht. Ich habe jetzt keine Lust. Oh, ich muss mich erstmal strecken. Kann man da runter? Nee, ne? Hätte mich auch gewundert. Wenn doch. So, hier kann man runter. Flupp. Dann verlassen wir mal die Wüste. Ich glaube, wir haben ja alle Trainer. Und alle Items geholt. Boah, war ein ganz schön mühseliger Part. Eine Stunde lang haben wir den schon gemacht, ungefähr. So, wenn wir schon bei dem sind, teilen wir unsere Pokémon. Das wissen wir ja, komm. Nein, ich hab dich versehentlich nochmal angesprochen, aber wollte es jetzt noch gar nicht. So. Und schwupp. Oh man, hier ist wieder ein bisschen dunkler Sand, wo Pokémon auftauchen. Jui, Route 4, wir sind wieder in Route 4, juhu. Gut, im nächsten Part betreten wir die Stadt. Oder bist du ein Trainer? Und so traf der reisende Bike Backpacker auf einem reisenden Trainer. Ja gut, dann machen wir den einfach noch schnell. Dann stelle ich mich vors Tor und dann beende ich den Part. Düsselgur. Affe. Düsselgur vs. Affe. Ein Vogel gegen einen Affen. Was? Ja. Komm, ich habe vergessen, Affe zu wechseln. Position unseres Affen. Auf Position 2 zu wechseln. Naja, mach ich das einfach noch mal schnell. So, das ist ausgedüsselgurt. Okay, Pokémon, Affe, Tausch mit Evoserp. Okay. Und hier ist das Tor. Juhu. Oh nein. Nein, ich wollte euch nicht ansprechen. Nervt mich nicht. Nein. Oh, Kevin. Oh, komm doch mal hier rüber. Ich wollte den Part beenden. Als mich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hat, musste ich an euch denken. Deswegen bin ich auch hier. Ich habe da nämlich etwas für euch im Petto. Da werdet ihr die Augen machen. Gut, Sharon, für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Kevin. Hyperpa. Es ist doch eine Verarsche, oder? Es ist jetzt nicht der Ernst, oder? Wenn ihr auf ein Pokémon trifft, das ihr gerne an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Der darf euch aber nicht so schade sein. Man weiß nie, ob man genau so einem Pokémon später noch einmal begegnet. Es mag jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, aber wenn das von mir kommt, immerhin war ich es ja, der euch aufgetragen hat, euren Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte euch auch gern, dass ihr Spaß auf eurer Reise habt. Hört ihr? Hoppla, das heißt jetzt aber auch jetzt auch natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr um euren Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also, ich muss jetzt zu Bell. Ja, piss ruhig. Sag's einen scheiß Gruß von mir. Nein, du gehst jetzt auch weg, Chern. Du sprichst mir jetzt nicht an. Oh. Bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professorin Esche uns ja die Pokémon und den Pokédex gegeben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie bei deine und Bells Mutter Professorin Esche genau darum so gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen. Oh Mann. Also Kevin, die Frage ist, was machen wir jetzt? Du gehst jetzt nach Hause und bleibst dort, ja, und sprichst mich nicht nochmal an. Das machst du jetzt. Ich hab's, vielleicht freut sich Professorin Esche, wenn wir versuchen, auf Route 4 die Pokémon zu fangen, die uns bisher entgangen sind. Ich hab das schon mal getan. Oh Gott. Gut, dann sprechen noch diese zwei Guys ein und dann beende ich den Part. Ein Blick auf die Leuchtschriftanzeigetafel, ob man weiß über Rayonus City Bescheid. Falls du von Route 4 kommst, dieser Weg führt nach Rayonus City. Und falls du von Rayonus City kommst, dieser Weg führt dich zu Route 4. Und falls ihr diesen Part jetzt nochmal länger haben wollt, dann schaut den nächsten Part an. Bis dann, servus. Ich speichere jetzt noch schnell. Gut, dann bis zum nächsten Part. Servus.